Hallo ihr Lieben da draußen, herzlich willkommen zurück zu Foundation. Schön, dass ihr heute eingeschaltet habt und wieder mit dabei seid in unserem ja doch recht großen Städtchen inzwischen. Wahnsinn! Wir haben in der letzten Folge ja angefangen, eine Goldschmelze zu bauen, damit wir aus den rohen Golderz endlich Goldbarren machen können. Ich habe eine Glashütte gebaut. Und da werden auch schon die ersten Glassachen produziert. Hervorragend. Das freut mich sehr. Wir haben hier hinten nochmal ein bisschen Platz geschaffen. Beziehungsweise nochmal so ein bisschen geguckt. Ich hoffe jetzt, dass das tatsächlich auch aufgeht. Und genügend Platz für die Menschen sind. Unsere kleinen Wuselinge. Genau. Der Bauernhof sieht auch immer noch richtig toll aus. Ich bin nach wie vor noch immer am Überlegen, ob wir hier hinten einen Hühnerstall hinbauen. Eigentlich würde ich, ja, also wenn dann nur für die Optik, aber wirklich jetzt, um effektiv irgendwas zu sammeln, eigentlich nicht. Würde man in der Bäckerei jetzt tatsächlich, ja, Salz und Eier brauchen, dann würde ich es natürlich tun, weil der Weg halt dann relativ kurz ist. Aber nachdem wir beides nicht brauchen, oh, egal. So, jetzt habe ich ja den ersten... Was war das? Den ersten Baumeister habe ich ja zu einem Bürger gemacht. Jetzt wollte ich mal gucken. Ich befürchte nämlich, ich habe da was durcheinander gebracht. Wir brauchen 10 Bürger. Ich habe es mir schon, ich habe es schon erahnt, dass das passieren wird. Naja, gut. Jetzt ist halt so. Tja, okay. Dann werden wir wohl erstmal schauen müssen. Das heißt, wir brauchen definitiv mehr Bürger. So, Luxus. Als Luxusware habe ich jetzt Salz eingeplant gehabt. Das wird aber definitiv ja, nicht reichen. Wir werden bestimmt irgendwann nochmal was machen müssen. Was wir aber vorher machen, ist eine zweite Warenproduktion. So, dann habe ich mich ja dafür entschieden, die Haushaltswaren zu nehmen, wobei wir theoretisch sogar schon die Kerzen machen könnten oder den Schuh. Ach, die Schuhe sind auch. Ah, Schuhe. Ja, das ist natürlich auch keine schlechte Idee, ne? Ich wollte hier hinten ja eigentlich eh nochmal einen Marktplatz bauen. Ja, pass auf. Wir haben jetzt hier den Schuster. Genau, der hat Schuhe. Das heißt, wir müssten jetzt hier eigentlich nochmal einen größeren Marktplatz hinbauen. Ich habe schon überlegt, ob ich das hier wieder wegmache und den Marktplatz hier hinbaue. Ne, weil hier haben wir das Haus ja in die Richtung ausgerichtet. Dann könnte man hier nochmal Häuschen hin tun. Und dann gehen sie hier und dann bauen wir hier den Marktplatz auf und hier dann den Brunnen. Ach, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Jetzt, wo wir darüber so sprechen, finde ich das eigentlich keine schlechte Idee. So, also ich würde das ja eh gerne bauen wollen und ressourcentechnisch sieht es eigentlich... ja, ganz okay aus. Ne? Wir haben ein bisschen Marmor. Wird dann wahrscheinlich ein bisschen mehr werden müssen. Aber das ist jetzt erstmal okay. So, pass auf. Dann bauen wir doch jetzt einfach endlich mal unseren mechanischen Springbrunnen. So. Wir brauchen ja so ein bisschen Platz daneben. Ich glaube, ich würde... Machen wir es so? Ich glaube, wir machen es so. Ja, dann können wir hier drumrum bauen und dann wäre auch die Möglichkeit, hier die Kirche hinzubauen, hier hinten das Kloster, ne? Ich glaube, das könnte mir ganz gut gefallen. So, jetzt ist bloß die Frage, also hier könnten wir theoretisch ja nochmal Häuser hinbauen. Flache. Warte mal, das müssen wir vielleicht zuerst mal gucken. Warte mal, das machen wir jetzt mal so. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich wollte das Zäunchen hier haben. So. Das ist ein bisschen schief geworden, ne? Aber gut, das macht nichts. Okay, pass auf, wir wollten hier mal die... Wir nehmen mal einmal die, gucken uns das an. Ich meine, hier sind ja doch recht schlanke Gebäude dabei und wir haben ja noch die andere Mod. Da müssen wir dann entscheiden, welche Häuser wir nehmen. Ne? Da gibt es dann eben halt noch
das hier, wobei mir das fast ein bisschen zu hoch ist, aber wir brauchen halt relativ flache Gebäude, ne? Damit eben halt die Leute hier noch durchkommen. Weil das kann ich nämlich nicht verschieben. Nee, kann ich nicht. Das heißt, das wäre jetzt dann tatsächlich... Ja, müssen wir mal schauen. Gut, das ist relativ klein. Das geht sogar. Das ist sogar kleiner. Wie, das ist bloß hoch, ne? Ach, das ist ja tatsächlich gar nicht so... Aber die sind alle relativ klein. Das ist ja toll. Das gefällt mir eigentlich ganz gut, wenn die nicht so hoch sind. Und dann sind die relativ schmal. Okay, pass auf, dann machen wir das jetzt nochmal weg. Hier sieht es aus, als wenn es da... Oh, ist das cool! Ja, genial. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Nur halt nicht hier. Scheibenkleister. Warte, dann machen wir das hier auf der Seite. Dann machen wir das hier auf der Seite. Nee, hier auf der Seite müssen wir. Da müssen wir es machen. Aber wir müssen ja darauf achten, dass wir hier noch Platz haben für den... Für den Marktplatz, ne? Ach, wisst ihr, was mein Problem ist? Die Bäckerei. Was ich tun könnte, ist, dass wir die Bäckerei halt hier wegmachen. Die Bäckerei über die Gate Mod neu setzen. Dann hätten wir hier auch nochmal einen schöneren Durchgang. Dann hätten wir hier nochmal einen schönen langen Gang. Und dann könnten wir den Brunnen nochmal ein bisschen weiter rechts hinschieben. Dann hast du hier einen schönen Gang. Und dann kannst du hier super anpassen. Ja! Alle Fenster schließen. Das machen wir zuerst. Pass auf. Das machen wir. Das ist eine gute Idee, Kira. Das gefällt mir. Sehr schön. Also Stonegate Mod Version 8. Einmal öffnen, bitte. Wir lassen einfach mal laufen, ansonsten machen wir es in der übernächsten Periode. Das ist auch in Ordnung. Raumgröße 4. Oh, das ist aber ganz schön groß. Das ist halt schon auch sehr riesig, ne? Oh, Entschuldigung, das war ja das falsche Knöpfle. Das würde besser sein. Oh Gott, nein, das würde nicht besser sein. Das würde tatsächlich funktionieren. Das würde ich durchgehen lassen. Es ist zwar mit dem hohen Dach nicht ganz so schön. Wir gucken mal, ob wir noch was Kleineres finden. Ne. Ja, kleiner, Kira. Nicht größer, kleiner. Nein, das ist offen. Oh, was war das denn? Achso, da fehlt das Dach oder was? Das da. Von der Größe her ist es fast noch mal ein bisschen größer, ne? Oder ist das, täuscht es? Es täuscht, ne? Das ist nicht größer. Ja, das Schöne ist, du kannst es ja einstellen, ne? Du kannst ja sagen, oh, das wird aber schon super aussehen hier, ne? Mit dem Haus. Red. Machen wir mal brown. Nee. Light. Wooden brown. Das könnte sein, ne? So, pass auf. Und jetzt machen wir hier. Warte mal, was wir machen könnten, wäre eben halt entweder hier den Eingang. Ich sehe halt nichts, ne? Das ist halt super blöd. Wir können den Eingang hier machen. Oder hier hin. Ich glaube, das gefällt mir fast noch besser. Es ist halt blöd. Kann ich das irgendwie ausschalten mit den Tooltips? Nein, kann ich nicht. Scheibenkleister. Ich muss es drehen. So, jetzt.
Ah. Nein. Jetzt. Genau. Hat der jetzt oben dann eigentlich auch die, nee, die Fenster hier oben, die, das bleibt. Das ist gut. Da ist auch noch nur das eine Fenster. Das ist auch super. Ja. Warte mal, kann ich das mal eben kurz... Ich würde gern das hier mal eben wegmachen. Als ob es so gehört, ne? Millimeterarbeit, aber das ist in Ordnung. So, warte, 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 ich hab's gleich, ich hab's gleich, ich hab's gleich. Mega. Da der Eingang. Ja. Dann machen wir eine Bäckerei draus und das Ding reißen wir ab. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Das ist richtig, richtig gut. Sehr schön. Oh, Gold. Schön. Genau. Dann haben wir nämlich hier die Bäckerei. So, pass auf. Dann machen wir das. Warte mal, wir müssen... Nee, halt, das mache ich jetzt nicht weg. Ich mache nur das weg. So, das räumen wir noch mal ein bisschen aus dem Weg. Dann, was ist das jetzt hier? Die V-Mod machen wir auch kurz aus dem Weg. Dann machen wir das Zäunchen natürlich weg. Das ist eigentlich nett. Das wollte ich eigentlich noch stehen lassen. Wegen dem Sichtschutz. So. Genau, da. Wobei das hier mit dem Sichtschutz auch nicht wirklich, ne? So wirklich Sichtschutz ist das nicht. So, mach mal schneller bitte. Ich bin aufgeregt. Ich will wissen, wie es ausschaut, wenn es fertig ist. Hier machen wir mal eine Pause. Ach, Gott sei Dank. Ach, ist das schön. Doch, das wird richtig gut. Weil dann hast du jetzt dann hier den Weg, ne? Und kannst hinter den Häusern, kannst du hier nochmal so richtig gut verteilen. Das wird schön. So. Ah, perfekt, ist fertig. Sehr gut. So, jetzt müssen wir bloß noch warten, bis das dann weg ist. Und hier schmeißen wir jetzt eine Bäckerei rein. Bakery. Stellt 4 Brot aus einem Mehl und einem Wasser her. Das ist ganz schön viel, ne? So. Ich weiß, da sind jetzt noch Sachen drin, aber ganz ehrlich, ich denke, wir haben so viel Brot. Ja, 1200, das ist halt bestimmt. Zack. Ja, cool. Ja, genau so habe ich mir das vorgestellt. Richtig genial. Genau so. So. Das ist jetzt hier... Ah, da ist Mehl drinnen, okay. So, das heißt, wir müssen jetzt hier dann die eigentlich dann halt im Prinzip hier rüber packen. Das passt da, glaube ich, auch ganz gut. Dann kommen sie von zwei Seiten hin. Das müsste eigentlich gehen. Hoffe ich einfach mal. So. Und das da muss dann weg. Alles weg, weg, weg. Und hier machen wir dann eben halt, ja, machen wir halt zweimal Mehl. Was können wir da noch hin machen? Salz.
Lass uns da mal Salz hinmachen lassen gehen. So. Ja. Genau, und dann kannst du hier nämlich wunderbar, dann hast du hier die Möglichkeit, einen Weg hinzuführen. Und dann kannst du hier nämlich mit dem Marktplatz anfangen. Wir könnten aber auch das gerade machen. Und dahin stellen. Ich überlege jetzt gerade, ob es wie es schlauer wäre, eben halt, weil wir könnten den Brunnen auch so ein bisschen abseits hinpacken. Dann hier. Nee, das gefällt mir nicht. Nee, nee, nee. Der Marktplatz sollte schon so. Ich möchte den Brunnen schon groß haben. Oder wir machen hier keine Häuser mehr hin, sondern machen halt wirklich den Marktplatz hier halt da so verteilt. Hier so zwei, drei Stände. Da so, da so. Wir brauchen ja auch noch ein bisschen Lager. Hm, kann man? Nee, schade, schade, schade. Ich habe gerade überlegt, ob man einen Lager hinmachen kann, aber das geht leider nicht. Schade. Nee, das ist leider alles nix. Okay, ist halt so. Ist aber nicht schlimm. Alles gut. Achso, doch, hier ein Commonware. Was ist das? Tower? Achso, nee, das ist wieder was anderes. Okay. Komische Sache. Wurscht. Müssen wir gucken. Also wir brauchen auf alle Fälle hier irgendwo nochmal ein kleines Lager. Das kriegen wir aber auch hin. Und dann den Marktplatz, genau. Das ist auf alle Fälle möglich. So, jetzt machen wir das mal weg. Den baue ich jetzt. Ist es leer? Perfekt. So. Zaneta. Zaneta. Dann können wir nämlich das Ding hier abreißen. Wieso? Weiß ich nicht, warum. Verstehe ich nicht. Passt doch. Du hast doch da. Siehst du? Alles gut. Hast du hingekriegt. So, gut. Dann bauen wir jetzt mal unseren süßen, großen, mini-winksig kleinen Turm. Turm. Hauptgebäude-Zielelement. Ich würde sagen, das ist das Hauptding, ne? So. Dann haben wir einmal so. Ich will den eigentlich nicht zu groß machen, muss ich gestehen. Ich glaube, das reicht auch von der Größe her. Sollte auf keinen Fall zu riesengroß sein, sonst macht es keinen Spaß. So, dann lassen wir das mal dingeln. Oh, jetzt kommt Fummelarbeit. Ich würde das gern an dem Platz haben. An den. Genau, und hier. Ja. Und dann die Vögelchen. Da. Nein, da. Da.
und dann nochmal hier auf der Seite. Perfekt, genau. So. Und dann finde ich es hier oben auch nochmal sehr schön, muss ich gestehen. Da machen wir es aber genau andersrum. Da versetzen wir Vögelchen und Manschkals. So, dahin. Genau. Dann machen wir hier nochmal die Glöckchen hin. Hä, wo ist er denn jetzt hin? Was machst du denn da? Du musst doch damit hin. So. Und jetzt macht er hier ganz schön Rambazamba. Mittags. Abends, wann auch immer. Sollen wir noch eins höher machen? Darf ich ein bisschen überragen. Okay, ich würde sagen, das passt. Na dann, baut mal los. Und gar nicht so einfach, ne? Das wird was. Voll schön. Sehr, sehr cool. Dann müssen wir dann wegen Lager so ein bisschen gucken, wie wir das am geschicktesten hier hinmachen, ne? Also zum einen mal, ich meine, wir können das hier ja schon nutzen, das Häuschen. Das sollte hier auf alle Fälle hinpassen. Für die Waren. Ne, die Schuhe und das und die Klamotten. Das kann man hier so richtig reinpacken. Oder? Ich glaube doch tatsächlich, dass das in dem Moment... Ist das schöner in dem Moment? Nee, ne? Nee, wir bleiben bei dem. Das ist halt schon riesig, ne? Das ist halt, also das ist so ein bisschen schade, ne? Dass du hier keinen vernünftigen, keine vernünftige Scheune hast. Das sieht halt tatsächlich alles so ein bisschen nach Bauernhof aus. Und du kannst es halt nicht so weit rausziehen. Nee, das funktioniert nicht. Und das hier, das ist halt blöd, weil das halt so durchsichtig ist, ne? Also weil das ja bloß so ein, ja, mit Brettern zugemauerter Schuppen ist. Also, weiß nicht. Das ist dann tatsächlich ein bisschen schade, dass man die Stonegate-Mod nicht als Lager verwenden kann. Ich meine, man könnte mal gucken, wie das ausschaut, wenn man das so macht. Aber man, ja, man sieht halt einfach, ne? So. Aber dann hast du hier halt die Fenster. Und das ist halt wirklich blöd. Ich meine, an und für sich würde das so tatsächlich funktionieren. Aber dann ist das hier mit den... Hm. Wisst ihr, was wir machen können? Dem Boten mal schnell seine Audienz gewähren. Wir brauchen Punkte für den Klerus. Weißt du, was wir machen könnten? Wir könnten das vielleicht ein bisschen kaschieren mit der einen Sonnenblumen-Mod. Wenn wir jetzt... Ich gucke mir das mal an. Pass mal auf, wenn wir jetzt hier die Mod benutzen. Genau. Und dann hier könnte man das so ein bisschen verdecken. Na. Bitte, Spiel. Na. Na. Ah, danke schön. Naja, nicht wirklich, ne? Weil so... Und dann siehst du aber, dass das halt nicht... Ah, schade. Weil eigentlich gefällt mir das so schon ganz gut. Also wirklich, aber ich bin mit
den Fenstern nicht zufrieden. Das finde ich nicht schön. Aber zieh es nach vorne. Hast du hier... Ja gut, so natürlich nicht. Aber weißt du, dann wenn du es nach vorne ziehst, dann hast du halt die Schräge drinnen. Zur anderen Seite runter. Das finde ich auch blöd. Das funktioniert nicht. Schade. Schade, schade. Das hätte ich mir jetzt echt... Das hätte ich mir jetzt wirklich gegeben. Und hier einfach so finde ich auch nicht so schön. Ich meine, was ist, wenn wir das hier mit einbauen? Dann ist es halt schon wieder relativ weit und es ist halt relativ dünn. Können wir es hier mit reinbauen? Ah, auch eher schwierig. Weil wir da auch den Giebel haben, ne? Nee, das ist alles nicht so. Nichts Halbes und nichts Ganzes, das gefällt mir noch nicht. Naja gut, aber was man halt machen könnte, ist eben halt, dass man sagt, man nimmt nochmal was von der Stonegate-Mod und schaut aber, dass diesmal die Fläche halt frei ist. Das könnten wir machen.